So, wieso will denn der nicht drauf gehen? So, jetzt aber. Aua! Bandagen, zack. So, war's das jetzt hier? Oder nicht? Oh, halt. Aua, halt! So, jetzt aber. Den haben wir gescheit zermanscht. Das war doch cool, oder? Nehmen wir mal wieder die hier. Die doppelläufige. So, und dann müssen wir irgendwie hier durch, ne? Befürchte ich mal so. Oder nicht? Oder wo müssen wir hier lang jetzt? Dadurch wohl nicht. Okay. Dann vielleicht, ja, wo lang? Hierhin bestimmt. Aber doch da nicht da hinten lang, oder? Das glaube ich nicht. Ich glaube, wir müssen jetzt hier lang. Dann hier vielleicht so rauf und da lang und hier lang und dort lang. So. Ah, hervorragend. Hier haben wir den Ausgang. So, Ödland betreten. Was ist eigentlich hier unsere Mission jetzt? Bringen die Forschungsergebnisse zu Captain Marshall. Ach ja, toll. Ja, dann müssen wir ins Ödland. Ausgezeichnet. Errungenschaft freigeschaltet. Was? Totenstadt. Ach so, Reverse. Es ist umgedreht. Weil wir die Totenstadt jetzt genau andersrum gelaufen sind. Wurde auch die Errungenschaft umgedreht. Also Totenstadt rückwärts gelesen. Darauf muss man erstmal kommen. Boah ey, spinnen die oder was? Kaum sitzen wir im Auto, beschießen uns schon wieder die Banditen. Ich glaube, es hackt. Da, bitteschön. So, bitteschön. So, das soll uns jetzt erstmal egal sein. Wir müssen hier, wie ich sehe... Wow. Ja, wir müssen hier, wie ich sehe, weiter. Und wir wollen erstmal zu Captain Marshall. Rum. So, ich bin ja jetzt kein großer Jäger aller Achievements oder sowas. Oder Errungenschaften, weil was bringt mir das? Ich will ein Spiel durchspielen, weil ich die Story gut finde. Nicht nur, weil ich irgendwelche Auszeichnungen oder Medaillen haben will. Von dem her, Wayne. Also, jetzt hier weiter. Whee! So, und wir sind gleich bei Captain Marshall. Hui, und da sind wir schon. Und ab zurück nach Wellspring. Die Läden verkaufen Baupläne und Zubehör für alles, was das Bastlerherz begehrt. In den Läden bekommst du Panzerung und Waffen-Upgrades. So, 51% Schaden. Heieiei, das sollten wir mal dringend reparieren. So, und verlassen Richtung Wellspring. So, wir sind wieder da. Mick. Ah, der hat wohl nichts zu sagen. Oh, jetzt sind hier schon zwei solcher Teile unterwegs. Okay, dann sollten wir schnell mal hier rein. Die scheinen uns zu suchen, aber Pech gehabt. Wir sind schneller, wir sind besser, wir sind klüger, wir sind schlauer, wir sind stärker. Du hast einen großen Fund gemacht. Jetzt kennen wir die tödlichen Pläne der Regierung. Das ist ein harter Schlag für sie. Und ein großer Tag für uns. Elizabeth hatte recht, was dich angeht. Ich muss ihr wohl zustimmen. Jetzt müssen wir uns verabschieden. Elizabeth ist schon vorausgegangen und bereitet alles für unsere Ankunft vor. Mach dir keine Sorgen über das Zeug in der Garage. Oh. Das wartet auf dich. Okay, wo geht's hin? Wir müssen los. Der Preis für deinen Kopf steigt, je länger du hier bleibst. Du bist hier einfach nicht sicher. Und wo geht's jetzt hin? Wir haben einen Störsender, der unseren Rückzug decken sollte. Wenn du auf unserer Seite bist, komm wieder, wenn du alles erledigt hast. Dann verschwinden wir. Ja, ich bin soweit eigentlich. Sag mal an. Also, können wir jetzt gehen? Subway Town, Wellspring ist nicht mehr sicher für dich. Okay, gehen wir mal. Möchtest du wirklich zum Missionsgebiet fahren? Ja, warum nicht? Perfekt, gehen wir. Perfekt. Eastern Wasteland. Durchsuche Feinde nach Munition als eine vollständige Reparatur. Ach nee, Fahrzeugschilder. Blablabla.
Ah, herrje. Ach ja, wir fliegen. Schön, dass du dich uns anschließt. Schön. Die Regierung hätte dich sicher bald gefunden, aber du kennst sicher den Spruch, vom Regen in die Traufe kommen. Ja. Naja, willkommen in der Traufe. Willkommen auch. Ach, haben wir hier Riesenfeldri-Kristalle zwischen den Bergen. Ist ja cool. Und hier habt ihr euer Lager, oder wie? Ach, herrje, ist das hübsch. Für mich gibt es nur eins. Die Regierung bekämpfen. Und das ist so, seit meine Arche aufgetaucht ist und ich gesehen habe, was die Regierung tut. Okay. Sowas hätte nach dem Asteroiden nie passieren dürfen. Unsere Regierung hatte einen guten Plan. Aber General Cross hat bloß die Zeitsteuerung der Archen verändert, in denen seine Leute waren. Das hat die Geschichte der Menschheit verändert. Jetzt müssen wir dafür sorgen, dass es nicht für immer ist. Mhm. Und was sollen wir da jetzt dagegen tun? Captain Marshall? Hui. Das ist Crescent City, oder was davon übrig ist. Unsere Basis liegt genau darunter. Nicht schlecht. Auf jeden Fall große Stadt, auf einem Haufen zumindest. Subway Town. Weise deinen Fahrzeug-Schnellzugriffobjekt zu, bevor du die Garage verlässt. Alles klar, hier entlang. Okay, wo sind wir denn jetzt? Unsere Basis liegt hinter dieser Tür. Okay, dann geh mal voraus. Ich folge dir auf Schritt und Tritt. Ach, der hat ja einen Roboter dabei. Ist mir noch gar nicht aufgefallen. So. Desart, Marshall hier. Sicherheitscode 1228. Roger, Captain. Willkommen zurück. Unser Gast ist bei Ihnen. Sicherheitscode 1228. Merken. Willkommen in unserem Heim. Etwas chaotisch, aber uns gefällt's. Wow, was bastelt denn ihr da? Okay, Leute. Hier ist unser neuester Gast. Ihr wisst, dass er aus einer Arche stammt, ein harter Bursche ist und alle Jobs erledigt, die er anfängt. Er passt gut hierher. Kurz gesagt, vertraut ihm. Siehst du die zerstörte Arche dort drüben? Mhm. In der war ich begraben. Aber jetzt nutzt sie Lassard als Operationszentrale. Mhm. Schön, dich kennenzulernen. Ja, Captain Marshall war hier drin begraben. Aber ich habe die Systeme in Gang gebracht und kann so die Regierung ausspionieren. Cool. Und mit unseren Leuten im Ödland kommunizieren. Coole genau. Sache. Und Elizabeth kennst du ja. Ja. Schön, dich in einem Stück wiederzusehen. Hi, hi. Eigentlich ja Dr. Keynes. Und sie ist der Lösung des Rätsels, was die Regierung mit den Mutanten bezweckt hat, dicht auf der Spur. Jeder kleine Schritt bringt mich der Wahrheit näher. Und Jack Portman da drüben kümmert sich um das Waffenarsenal. Mhm. Er hilft dir bei allem, was schießt und explodiert. Das ist gut. Stimmt, es ist so, als hätte ich jeden Tag Geburtstag. Vor allem, wenn durch meine Arbeit Regierungsarschlöcher umgelegt werden. Und über uns wacht Zor darüber, dass unsere Basis weiter unentdeckt bleibt. Ihm gehört die Autowerkstatt und er hält deine Sachen schon für dich bereit. Du triffst ihn, wenn du nach oben gehst. Okay. Okay, ein paar Dinge musst du wissen. Subway Town über uns ist nicht Wellspring. Die Leute dort wandern auf einem schmalen Grat. Sie halten die Regierung auf Abstand und verhandeln mit uns. Sei vorsichtig. Nimm dich besonders vor Redstone in Acht, dem Boss der Stadt. Er wird dich sofort an die Regierung verpfeifen, es sei denn, du bist ihm von Nutzen. Redstone, alles klar. So, und jetzt? Okay. Das Erste, was du tun musst, ist Redstone für dich einzunehmen. Schau, ob er was braucht. Sei ihm von Nutzen. Sonst bist du so gut wie tot. Und dann bist du nutzlos für uns. Meinst du, du kannst ein Spiel spielen? Gewinne an Einfluss. Finde heraus, was Redstone braucht und erledige es. Sonst bist du so gut wie tot. Ja, warum nicht? Gut. Und denk dran. Krieg ein Gefühl dafür, wie die Dinge hier laufen. Sei ihm nützlich. Dann können wir mit dem ernsten Zeug beginnen. Okay. Alles klar. Hochgehen. Okay. Hochgehen. So, können wir mit dir noch sprechen? Nee. Ich habe mit der Technologie der Regierung experimentiert, die wir gefunden haben. Mhm. Ich glaube, ich habe was wirklich Tolles entdeckt. Ich weiß jetzt, wie man einzelne Bauteile der Regierung zu einem Objekt zusammenbaut, das die Schadenswirkung von Waffen erhöht.
Cool. Nur solange die Energie dafür ausreicht. Okay. Die Teile sind nur schwer zu finden, aber es ist effektiv. Hier sind die Pläne. Du wirst viel Spaß damit haben. Cool. Bauplan für Verstärker, Nanotritenverbindung, Elektrobausatz, Feltri-Koppler. Feltri-Energiezelle. Das ID-Drive zu entschlüsseln ist nicht leicht. Ich muss mich konzentrieren. Okay. Dann mach das mal. Und du bist hier der Waffenmeister, habe ich gehört. Portman. Dinge in die Luft zu jagen und die Regierung hart zu treffen, das ist meine Aufgabe. Wenn du so gut bist, wie Elizabeth sagt, dann werden wir sicher miteinander auskommen. So, was hast du denn? Du musst dich mit Redstone gut stellen, bevor wir es mit der Regierung aufnehmen können. Alles klar. Wir stellen uns ganz einfach mal mit Redstone gut. Wo geht's hier eigentlich nach oben jetzt? Da hinten links, oder wie? Ach, was haben wir hier? Was ist das denn? Pfui. Geht es? Oh, hier, Sammelkarte. Regierungsmutant. Nicht schlecht. An der Stelle könnte man mal wieder speichern, denke ich. Von Straßen der Totenstadt zu Subway Town. Bum, 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 bum. Und zurück. Und zurück. So, und dann gehen wir mal hier nach oben, denke ich. Ich denke mal, es geht hier nach oben. So, ab nach oben. Wie weit geht's denn hier nach oben? Ach, schon sind wir da, oder was? Hübsch, hübsch, hübsch. Ach, zumindest ist hier die Garage. Okay. Oh, hallo. Du bist also der Neue im Team. Saul. Willkommen in Subway Town. Ich bin Saul. Mir gehört die Autowerkstatt hier, aber was noch wichtiger ist, ich senke diese Hebebühne ab, falls die Regierung anfängt rumzuschnüffeln. Okay. Aber zuerst ein paar Dinge, die du wissen musst. Dein Parkplatz ist hinter dieser Tür. Ich führe alle deine Reparaturen durch und schleppe dich ab, wenn du in Schwierigkeiten gerätst. Sehr schön. Die Leiter des Rennens findest du unten. Die Bar ist auf dieser Etage und ganz wichtig für dich, Redstones Büro ist oben. Okay. Denk dran. Keiner bewegt sich hier ohne sein Okay. Geh deshalb sofort zu ihm. Alles klar. Wir gehen sofort zu Redstone. Ach ja, wie sieht's denn hier aus? Subway Town, interessant. Neu in der Stadt? Ja. Hallo, wir sollten zuerst zu Redstone gehen. Ach, mit einer U-Bahn sogar. Und der müsste wohl hier oben sein, der Redstone, oder? Was haben wir hier? Wo ist der jetzt? Jenny's Supplies. Okay, ist wohl sowas wie ein Laden. Redstone, wo könnte denn der sein? Der muss doch auch irgendwo hier oben sein. Wow, was bist denn du für einer? Ganz... Tag. Ich muss zu Redstone. Verwaltungsschlüssel erforderlich. Okay. Was brauchen wir hier? Einen Schlossknacker brauchen wir dafür. Okay. Ach, das ist... Will play four parts. Ach, das ist ein Würfelspieler. Damit können wir uns später mal beschäftigen. Hier brauchen wir einen Schlüssel für. Da kommen wir nicht rein. Ich habe ein super Schnäppchen für dich. Nee, erstmal nicht. Ich muss zu Redstone. Tut mir leid. Tut mir leid, tut mir leid. Tut mir ja schon leid. Oder geht's hier noch weiter nach oben irgendwie? Wenn ja, wo? Was haben wir hier? Da geht's ja nicht rein. Ach, hier. Ist bestimmt... Major Red. Lass den Boss nicht warten. Geh zu ihm. Alles klar, ich bin ja schon unterwegs. Moment mal. Redstone. Du bist Marshalls neuer Mann? Ja. Du bist neu. Du weißt nicht, wie die Dinge hier laufen. Nee. Deshalb erkläre ich es dir. Das hier ist mein Ort, meine Stadt. Und jeder Arsch hier hat mir Rechenschaft abzulegen. Was ich will, wird getan. Wenn du mir also hilfst, Dinge zu erledigen, kommen wir gut miteinander klar. Wenn nicht, kann ich dich nicht gebrauchen. Kapiert? Alles kapiert schon. Marshall sagt, du bist ein Macher. Dann wollen wir dich mal auf die Probe stellen. Okay. Der Vorarbeiter hat Probleme mit Mutanten am Ende des Tunnels der blauen Linie. Die kriechen immer wieder rein. Mhm. Los, hilf ihm. Schaffst du das?